Rock Back to the 80s hier auf der Liberty of the Seas bei 70.000 Tons of Metal. Und ich hatte heute eine ganz tolle Zeitreise, denn ich habe Refuge gesehen. Jetzt fragt ihr euch, wer ist das denn? Und das frage ich meine Jungs hier. Wer oder was ist Refuge? Refuge sind wir drei. Das Original-Line-Up von Rage. Ihr habt euch quasi nach gefühlten 50 Jahren nochmal wieder zusammengesetzt und habt gesagt, ihr spielt nochmal ein bisschen. Ja, nur gefühlte 50 Jahre, tatsächlich waren es 21 Jahre. Und ja, wir sind durch einen glücklichen Zufall im letzten Jahr uns wieder über den Weg gelaufen, haben aus reinem Spaß so eine Spontanshow gespielt. Das hat uns so einen Spaß gemacht, da haben wir gesagt, das müssen wir nochmal machen. Und dann haben wir das zufälligerweise der Öffentlichkeit preisgegeben und seitdem flattern die Angebote rein, eins nach dem anderen. Und ja, wir brauchen eigentlich nur dazu greifen. Und kann ich nur sagen, es ist ein Non-Profit-Ding. Wir wollen jetzt ja gar nicht mit reich werden. Wir wollen einfach nur Spaß haben. Ihr seid ja letztendlich auch schon Musikmillionäre über die Jahre geworden. Chris, du spielst ja auch bei Twisted Corner. Ist ja auch eine Band, die eigentlich hier auch mal Schiff gehört hätte. Warum hat es bislang nicht geklappt? Ja, das hat irgendwie... Also dieses Jahr ist leider nicht hingehauen, weil unser Gitarrist, irgendwie Chris, ist halt auf der NAMM. Und irgendwie deswegen geht das nicht. Aber wir versuchen halt für das nächste Jahr... nächste Jahr hier hinzukommen. Ja, okay. Und insofern, dass es dann klappt. Insofern hast du das Schiff schon mal ein bisschen angeguckt und weißt, wie es läuft. Manni, was ja, mit dir? Ja. Wo bist du eigentlich all die Jahre abgeblieben? Ich habe mich versteckt. Nee, ich habe nach... ich sehe da was kommt. Ich habe nach Gravedigger 2009 ein bisschen rumgeeiert, ein Jahr lang für den Backline-Service gearbeitet und so weiter und so fort. Und dann habe ich entschieden, nochmal eine Ausbildung zu machen, um was Fundiertes zu haben. Habe eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht und arbeite mittlerweile für die Stadt Bottrop im Kulturamt. Okay. Und da kannst du aber trotzdem Zeit nehmen, nochmal wieder die Rockstar-Karriere anzutreiben. Ja, klar, sicher. Ich habe meine Termine, die ich einhalten muss, meine Veranstaltungen, die ich planen muss und durchführen muss. Und darüber hinaus gibt es aber genug Zeit und Unterstützung auch von meinen Arbeitskollegen, von meinem Chef, dass wir das hier durchziehen können. Ja, die waren alle ganz begeistert, dass ich jetzt in die Karibik fahren darf und die bei 0 Grad zu Hause sitzen. Schönen Gruß nach Bottrop. Jo. Heute wirklich so die allererste richtige Show als Refuge. Das, was ihr in Herne abgezogen habt, das war ja quasi noch ein bisschen undercover. Aber wie war das? Ich habe das Gefühl gehabt, ich stand ja vorne im Graben, ihr habt so ein bisschen Pipi in den Augen gehabt, oder? Ja, auf jeden Fall. Jetzt mal bei Proben sehen sollen, da haben wir alle geholt. Tatsächlich haben wir so ziemlich genau exakt vor 21 Jahren letztes Mal zusammen auf der Bühne gestanden, und zwar in Tokio. Das ist mir immer wieder eingefallen, so scheiße. Ne? Und so eine riesen Zeitspanne dazwischen. Na gut, letztes Mal Tokio, jetzt quasi am Weg nach Jamaika, ist ja gar nicht so schlecht. Und dazwischen halt Herne. Ich meine, passt ja auch irgendwo. Ne? Also insofern, ihr habt natürlich heute ein Potpourri der alten Gassenhauer gespielt. Da sind ja Songs dabei gewesen, die habe ich ja auch bestimmt seit gefühlten 20 Jahren auch nicht mehr bei Rage gehört. Einige Sachen sind ja noch im Programm, aber da waren ja wirklich tolle Sachen dabei. Wie erinnert man sich denn gerade an nach so einer Zeit? Ich meine, du hast ja zwischendurch noch bei Digger dann gespielt und... Wie lange hast du gebraucht, um die Songs wieder drauf zu schaffen? Oh, ich habe, als das akut wurde letztes Jahr mit dieser Show in Herne, musste ich mir die Songs natürlich wieder raufschaffen, weil gar nicht so einfach war. Hast du die Platten noch gehabt? Ja, klar, natürlich. Nee, aber zwischendurch hatte ich immer mal wieder reingehört und dem einen oder anderen, wenn ich mal Gitarrenunterricht gegeben habe und da wollte jemand ein Solo oder irgendwie einen Riff hören oder so. Aber es war schon ein bisschen Arbeit, gerade die schnellen Sachen sie wieder drauf zu schaffen. Aber so die Abläufe, als wir dann zum ersten Mal geprobt haben, FD4 angezählt hat, plötzlich war alles wieder da. Also die Harmoniegesänge, da hatten wir
gar nicht drüber gesprochen. Plötzlich war alles da. Wie so eine Magic. Ja. War das bei Guinea auch so, FD? Auf jeden Fall. Also ich habe mich so darauf gefreut und das hat einfach super funktioniert und das war auch emotional so ein bisschen, so für alle. Es war einfach ein schönes Gefühl, nach so vielen Jahren da zu stehen und das wieder zu spielen. Wir haben echt dabei gestanden und alle irgendwie so Pippi in Augen. Dann kam sein Sohn noch dazu, der Janik irgendwie, hat auch noch eine Nummer mitgespielt. Geil. Ja, morgen Jamaika. Was verbindet euch damit? Bob Marley. Ne? Du hast ja dein Rasterzöpfchen die ganze Zeit schon immer am Kinn. Genau. Wir haben auch schon vorhin so einen kleinen Reggae angestimmt, um zum Reinzukommen. Ne? Genau. Habt ihr was mit Reggae zu tun? Ist das eine Musik? Ich meine, als Metaller, eigentlich liegt es ganz anders, aber es kennen viele Metaller, die hören auch Reggae. Ich mag den Groove und das Feeling. Und in unserer Stammkneipe, der Freakshow in Essen, da gibt es auch Reggae-Abende. Und, sind wir ganz groovy irgendwie, also ja. Ganz relaxed. Wo ich so klein war, in den 70ern, Babylon by Bus, diese Live-Scheibe von Bob Marley, musste schon sein, weil man gern gehört. Warst du auch damals beim Konzert in der Westfalenhalle eigentlich? Nee. Warst du? Ich war da, ja. Ich habe heute Morgen das jemandem erzählt, jemandem, der viel, viel jünger ist, dass ich wahrscheinlich einer der vielleicht von 10 Leuten maximal in Bob bin, die Bob Marley tatsächlich live gesehen haben. Aber ich habe mit Siggi Marley, mit seinem Sohn, habe ich Fußball gespielt schon. Auch nicht schlecht, das kann auch hier keiner behaupten. Auf dem Parkplatz in Nürnberg. Echt? Da hatten wir beide unsere Tourbusse da stehen. Bei den Bands und haben wir spontan ein Fußballspiel gemacht. Auch nicht schlecht. Sehr geil. Ja, welche Festivals stehen jetzt an für euch dieses Jahr? Ich weiß gar nicht, was wir verraten dürfen. Also Rockhard Festival, Gelsenkirchen, super geil, da freuen wir uns besonders drauf, Heimat. Ja, wir haben ja noch gar nicht alles ausgewertet bis jetzt, da werden auch bestimmt noch ein paar Sachen dazukommen. Ja, aber ich glaube, Bang Your Head ist schon bestätigt, dass wir da und veröffentlicht, dass wir spielen. Sweden Rock spielen wir, auch sehr geil. Legendas of Rock in Spanien, in Alicante. Dann spielen wir in Belgien was. Ne? Wir haben Russland jetzt 2 Shows am Start. Übrigens haben wir St. Petersburg endlich mal wieder. Natürlich werden die Leute jetzt, während wir hier den Block of Rock sehen sie immer wieder ein paar Ausschnitte, weil ich habe die Show ja in Teilen mitgefilmt. Da waren wirklich auch tolle Posen auch dabei, so wie man das kannte von euch früher. Und ich freue mich drauf, wenn die Leute jetzt euch Mut machen, da einfach weiterzumachen. Ja, ich meine, ihr habt alle eure anderen Verpflichtungen, du halt beruflich, du mit deiner anderen Band, du natürlich auch mit Rage. Aber vielleicht passt das ja so ein bisschen in den Kalender rein, dass man das, wie es ja auch andere Musiker machen, so mit 2 Bands so ein bisschen hin und her switchen kann, je nachdem, wie es gerade der Terminkalender hergibt. Also in diesem Jahr ist das gar kein Problem für mich, weil wir haben Rage jetzt ein bisschen so eine Pause eingelegt. Wir werden also vor Ende des Jahres richtig viel machen und da kann ich mich dieses Jahr voll auf Refuge konzentrieren. Ist alles eine Sache der Planung. Ja, genau. Genau. Und zum Glück, sag ich mal, ist es ja auch erstmal zunächst ein Fun-Projekt, aber aus Spaß kann ja auch schnell mal ernst werden und wer weiß, was sich daraus noch mal ergeben kann. Aber selbst ernst kann Spaß machen. Also in diesem Sinne, viel Spaß noch auf der Cruise, viel Spaß morgen auf Jamaika. Das war der Block of Rock, Back to the 80s hier von der Liberty of the Seas mit Refuge. Ja.